Okay. Na denn. Du Heido Düse. So. Da ich ab sofort eher Tohaido nutzen werde als Lapras, ist das so schon voll in Ordnung. So ein bisschen nach Items noch gucken. Lutintoxer. Tentacruel. Du are so cruel to me. Wow. Das macht ja echt viel Schaden. Nicht. Komm schon. Und dann wollen wir doch einmal den wunderschönen blau-roten Pokéball auf das blau-rote Pokémon werfen. Ach, und übrigens, wusstet ihr schon, dass das A von Tentoxa für Medusa steht? Oder von Medusa kommt? Ja. Mit Ultraschallwellen aus seinen roten Kugeln schwächt es zunächst seine Beute, um sie dann mit seinen 80 Tentakeln fest zu umwickeln. Ich sehe 8. 10. Moment. Ja, 10. Bitsame D. Da hier gerade What gefragt wird. Auf PokeWiki steht ja immer, woraus sich die Namen zusammensetzen. Und für Tentoxa stand zumindest eine ganze Zeit da, dass das A von Medusa kommt. Wo sich sehr, sehr viele so gefragt haben, was? Warum? Und ja, ich finde es halt einfach nur witzig. Ja, Moment, Kleiber, auf dem Teil ist ein Sattel. Die Rauhaut ist egal. Die Rauhaut kommt ja gar nicht zum Tragen. Verstehst du, zum Tragen, weil das Tohaido trägt uns ja quasi. So, Moment. Bin ich hier nochmal kurz hin. Zwischenstopp. Wow. Kann mich echt nicht dran vorbeibewegen. Na gut. Man kann doch so gut im Surfen sein, bei rauer See sollte man nie auf den Wellen reiten. Es geht nicht darum, die Wellen zu bezwingen, sondern darum, eins mit ihnen zu werden. Es geht nicht darum, die Wellen zu bezwingen, sondern eins mit ihnen zu werden. So rum ist die Betonung. Nun ist die Betonung richtig. Zane. Oh, bist du Zane Truesdale? Der ältere Bruder von, what's his name? Von Cyrus Truesdale. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Giftstreich. Und noch ein Giftstreich. Sehr schöner Crit.
Und dann jetzt noch ein letzter Giftstreich. Mensch. Wer hätte es gedacht, ne? Wer hätte jetzt damit gerechnet, dass da noch ein Giftstreich kommt? Naja. Yay. Ist deine Welt zu groß? Kann man auch nicht eins mit ihr werden. Yo. Aha, aha. Da sehe ich doch ganz genau den Herrschersticker. Du versteckst dich nicht vor mir. Und hier sehe ich ganz genau die TM Akrobatik. Hm, cool. Das ist gar nicht mal verkehrt. Der Sonnenaufgang, Untergang hier geht mir einfach nicht aus dem Sinn. Der kurze, schöne Anblick. Ich liebe den Moment, an dem die Sonne hier wie ein Flammenball im Meer versinkt. Ja, das sieht ganz geil aus, stimmt. Hast du schon mal vom mysteriösen Garados-Salto gehört? So nennt man das Kunststück eines legendären Surfers, dem Mantax und das Meer besonders gewogen waren. Heute weiß aber leider niemand mehr, wie man es ausführt. Okay. Tja. So, ab geht's. Scheiß auf den Schwimmer. Gerade mal. Und scheiß auf das Tintoxer. Oh, Pilippa. Ja. Scheiß auch darauf. Auch nicht besser. Nicht viel zumindest. Moment, Moment. Was ist hier? Oh, ein Doppelkampf. Okay. Einfach mal so unbedacht in den Doppelkampf reingerannt. Naja, passiert. So was passiert schon mal. Oh, zwei Quabbel. Dann ruheortest du erstmal und du beißt das linke. Erstmal wird das Männchen gebissen. Nicht nett. Nicht nett. Okay. Ist aber natürlich eine ganz geile Idee. So. Dass die Quabbel sich durch die Surfer gegenseitig hochheilen. Und ich halt Schaden kriege. Grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber halt auch keine nette Idee. Hm. Unheilböen. Es war so minimal knapp. Aber hey. Passt noch alles. Mensch, Quabbel ist einfach zu niedlich. Ich konnte mich gar nicht auf den Kampf konzentrieren. Mein Quabbel und ich waren von all den Sit-Ups schon vor dem Kampf völlig aus der Puste. Ja, ist klar. Hm. Jo, dann dir einen guten Hungerkleiber und bis denne. Tschö.
Bis die Denne. Irgendwann. Irgendwann werden meine Witze auch mal gut. Bestimmt. Hoffe ich. Hey, na? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Was ist los? Hier ist Stami hier. Ein Pokémon der Kategorie Mysteriös ist mein Ein und Alles. Es ist völlig besessen, darauf Wettbewerbe auszutragen, bei denen man sich so lange anstarrt, bis einer blinzeln muss. Bei einem Stami. Das Vieh schummelt. Also sorry, aber das schummelt. Seit einer geschlagenen Woche geht das jetzt schon so. Endlich nach Hause. Und doch solange es niemandem gelingt, Stami im Anstarren zu besiegen, kann ich mir das wohl abschminken. Ich kann den Triumphschrei langsam nicht mehr hören, Stami. Lass uns endlich gehen. Was? Das ist immer noch nicht genug. Irgendwo muss es doch ein Pokémon geben, das Stami schlagen kann. Pokémon mit der Attacke Spaßkanone könnte Stami in einem Windbandschlag zum Blinzeln bringen. Aber in Alola beherrschen nur ganz wenige Pokémon dieser Attacke. Er hilft wohl alles nichts. Wow. An der Asttrainerin bin ich mal absichtlich vorbeigelaufen. Ich möchte zunächst hier zum Pokémon Center. Kleiber jetzt tatsächlich gefragt oder darum gebeten, dass ich ihm den Link zu Nikos Twitch-Kanal sende. Wow. Wow. Ich glaube, er weiß nicht ganz, wie die Links von Twitch funktionieren. Okay. Ist aber kein Problem. Oh, hi. Willkommen in meiner Geheimbasis. Sie ist so geheim, dass du sie nicht sehen kannst, obwohl du mittendrin stehst. Wenn du mich besiegst, verrate ich dir das Geheimnis. Okay. Dieses Viech, warum? Why do you haunt me so much? Aber wenigstens hast du jetzt keinen Boost auf alles, ey. Macht den Kampf weitaus angenehmer. Oranges. Sehr gut. Oh, und ich muss mir mal Licht hier bei mir anmachen. So langsam wird es mir doch ein bisschen zu dunkel hier in meinem Zimmer. So. Das Geheimnis meiner Geheimbasis ist, dass es sie noch gar nicht gibt. Ich muss sie erst bauen. was? Aber was für eine Geheimbasis ich mir baue, verrate ich dir nicht. Das bleibt jetzt wirklich mein Geheimnis.
Ja, okay. Ich wollte eben nur hier die. Oh, Kreuzschere. Nice. Nice, nice, nice. Oh. Warum habe ich den gerade eben nicht gesehen? Egal. So, hier haben wir noch ein AP Plus. Okay, da haben wir noch einen Trainer. Hallöchen. Ich forsche zum Thema Inselwanderschaft, deshalb brauche ich deine Hilfe. Forscher Julian. Mit einem Akku. Ein Akku-Pack. Ein Akku-Pack. Da will ich definitiv nicht drin bleiben. Ich denke, auch wenn Ampharos gerade so ein bisschen dabei ist, davon zu leveln, gehen wir auf Ampharos. Denn war das gerade nicht Spezialverteidigung? Du Mistviech. Krieg ich mit der Juwelenkraft trotzdem relativ schnell weg. Das war so klar, ey. Ein KP, ne? Dieser Stream steht unter dem Motto Hashtag 1KP. Nächstes ein Slimog. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, schauen wir doch mal. Der Schaden war jetzt nicht so, dass nicht so das Ware. Naja. Warum hatte ich eigentlich einen Granitstein auf Krabox drauf? Da habe ich einen Granitstein auf Krabox drauf. Die hätten bestimmt irgendwas dabei gedacht haben. Wenn ich gerade nicht weiß, was. Hui. Och nö. Nein. Jetzt kommt der Gift-Tick und Krabox stirbt doch noch. Lecco mio. Mann. Dammit. Ist doch voll unfair. Das ist doch voll unfair. Nee, Fuyal werde ich da sicherlich nicht drin wechseln. Dann bleibt ja an sich nur noch Primarine. Ist zwar auch eine Fee und mag Gift deswegen nicht ganz so sehr, aber hey. Nein, Kuru, das ist sicherlich nicht der Grund. Schon. What? Abgewehrt? Warum? Komm, neuer Versuch. Geht doch. Geht doch. Ich habe zwar unten hingesteckt, aber auch viel Erkenntnis hinzugewonnen. Ja. Schön, dass deine Brille im Kampf kaputt gegangen ist. Hm.
Alle Panier sind gefleckte Augenweiden, aber das Panier rechts ist das schönste. Größe, Farbe, Muster. Deine Flecken sind einfach makellos, was soll man da sagen? Fall ist klar, die Flecken meines Panier sind eindeutig am fleckigsten. Sieh es dir doch nur mal an, von oben bis unten Flecken, einer schöner als der andere. Ja, nie ist klar. Ist definitiv klar.